liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich darf Sie und euch alle ganz herzlich grüßen am heutigen zweiten Adventssonntag. Mit Sehnsucht auf den Weg zur Krippe, so hat die Überschrift über den vergangenen ersten Adventssonntag gelautet. Und in der vergangenen ersten Adventswoche haben wir uns vielleicht Gedanken gemacht über die Sehnsüchte, die Hoffnungen, die Wünsche, die wir haben in unserem eigenen Leben. Am heutigen zweiten Adventssonntag lautet die Überschrift mit einer Verheißung auf dem Weg zur Krippe. Lassen wir uns überraschen, was wir nun gleich hier am Hirtenfeuer sehen und hören werden. Als Hirte frage ich mich immer wieder, woher kommt denn unsere Sehnsucht nach dem Messias? Aus den Erzählungen von unseren Vorfahren. Sie alle waren ja schon Hirten. Und aus den Verheißungen in unseren Schriften. Shalom, seid gegrüßt. Darf ich mich zu euch setzen? Natürlich. Ich bin nämlich Priester. Und als Priester kenne ich mich gut mit den Schriften aus, von unseren Vorfahren. Über die habt ihr euch ja unterhalten. Dann erzähl doch mal. Es steht nämlich dort schon geschrieben, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Sollen wir jetzt etwa Straßen bauen? Ich meine, wir sind ja Hirten. Nein, auch für euch Hirten steht schon etwas in der Schrift. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf den Armen. Die Mutterschafe führt er behutsam. Das bedeutet für uns, Gott ist zu uns genauso gütig und liebevoll, wie wir zu unseren Schafen sind. Also wenn das eintritt, was du uns da gerade verheißt, dann kommt einer, der meine Sehnsucht stillt. Da freue ich mich schon drauf, dass sich diese Verheißung erfüllt. Von Verheißungen war gerade eben im Anspiel hier am Hirtenfeuer die Rede. Und auch in den biblischen Texten des heutigen zweiten Adventssonntags in Lesung und Evangelium ist von unterschiedlichen Verheißungen die Rede. Vor allem haben wir gerade eben am Hirtenfeuer von einer ganz besonderen, wichtigen Verheißung gehört, nämlich, dass Gott der gute Hirte ist. Es gibt unterschiedliche Bilder für Gott. Das Bild vom guten Hirten für mich eines der schönsten, der wichtigsten Bilder überhaupt. Gott als der gute Hirte, der sich um uns kümmert, der uns vorangeht, der uns den Weg weist, der sich gerade dann um uns kümmert, wenn es uns schlecht geht, der uns auf die Schulter nimmt, der sich wirklich in einem umfassenden Sinne um uns sorgt und um uns kümmert. Im Psalm 23 kommt dies so wunderbar zum Ausdruck, dieser Psalm, der das Bild vom guten Hirten so wunderbar ins Wort bringt. So darf ich Sie einladen, in dieser vor uns liegenden zweiten Adventswoche einmal ganz bewusst den Psalm 23 zu beten und dieses starke Bild mitzunehmen, Gott als der gute Hirte.